Ja. Und hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Air Conflict Pacific Careers, der Nachfolger von Air Conflict Secret Wars. Die Spiele haben nicht ganz so viel miteinander zu tun, wie man vielleicht glauben mag. Zum einen ist es einfach auch so, dass Air Conflict Secret Wars, wie der Name schon sagt, eher so seinen geheimen Krieg hat. Also halt Charakter. Das war hier halt in Europa spielt, das Europa-Afrika. Hier Pacific Careers, Pazifik, und hier geht es eher um den Träger. Ich habe hier schon mal ein Spiel-Ding, also hier ein gemacht, das Spiel läuft über Steam, wie man es schon eben anfangs gesehen hat. Das hat mir auch einige Probleme bereitet, aber jetzt läuft alles. Wir starten natürlich mit dem Singleplayer. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht über meine Grafikkarte. Ich kann hier nur auf Mittel, ich würde euch gern sehr hoch zeigen, aber dann habe ich vielleicht nur irgendwie 15 Frames und in manchen sogar nur 3, also in manchen Szenen, wenn dann irgendwie 3 Flugzeuge ineinander krachen. Ist doof, deshalb spielen wir jetzt hier auf Mittel, vielleicht sogar niedrig, mal gucken, wie sich die Aufnahme verhält. Ich habe es vorher ein bisschen angetestet, aber nicht die Kampagne, sondern einfach nur überleben. Was auch sehr interessant war, obwohl ich mir gewünscht hätte, dass man mittendrin vielleicht wechseln könnte, weil überleben ist doch ein bisschen doof. Wenn man dann so sagt. So. Ich habe nur gerade die Tür zugemacht. Das ist ein bisschen doof mit Joystick. Weil da steuerst du halt eins dieser kleinen Geschütze hier. Und musst den dafür sorgen, dass der Träger überlebt. Okay, was nehmen wir? Heiliger. Sieht irgendwie interessant aus, aber auch irgendwie bescheuert. Ich weiß nicht, beides gleichzeitig. Also, klar, wir machen beide. Das ist, aber ich glaube, erstmal fangen wir mit den Siegermächten an. Die Navy. Enterprise gegen Japan nicht. Ach, das sind auch nochmal. Achso, nee, meint. Big E. Ja, das, Soll sie mit etwas Stolz sagen dürfen: Ich habe dem Staat einen Dienst erwiesen. Mit diesen Worten wurde die USS Enterprise am 3. Oktober 1936 zu Wasser gelassen. Sie hat nicht enttäuscht und wurde eines der höchst dekorierten Schiffe im Zweiten Weltkrieg. Natürlich muss man gerechterweise auch den Schmerz, den Schrecken erwähnen, den sie erlebte. Einer ihrer schwärzesten Tage war der 7. Dezember 1941. Erhielt einen ziemlich simplen Funkspruch. Luftangriff auf Pearl Harbor. Das ist keine Übung. Wir waren seit 10 Tagen unter Kriegsbedingungen im Einsatz. Und doch war der Angriff... Überraschung. Schließlich traten wir in den Krieg ein, der die Welt seit 1939 aufzehrte. Kommandant der Flügerstaffel bereitete dein Geschwader auf den Angriff vor. Jawohl, Captain. Also, das handelt sich hier in der US-Kampagne, wie es schon gesagt wurde, um den Träger USS Enterprise. Und mal sehen, was sich daraus kommt. Ich hoffe, ich habe bei mir als Pegel das alles ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, man versteht mich gut. Sonst könnt ihr das ja irgendwie anmerken oder ich werde selber nochmal gucken. Also beides wäre am besten. Und ja, das wird mal gucken. Na gut, wir werden sehen. Ich bin jetzt eigentlich sehr gespannt drauf. Und sorry, dass ich ein bisschen spät angefangen habe. Ja, wir kehren mit Vollgas nach Pearl Harbor zurück. Außerdem haben wir bereits eine Bomberstaffel in der Luft, die näher an Pearl Harbor ist als wir. Die tun, was sie können, bis wir da sind. Die Lage ist klar. Begib dich in euer Flugzeug. Was begibt dich zu... Achso. Ja. Ich dachte, da wären jetzt...
Wähle eine Schlachtmission aus, bla bla bla. Momentan ist nur eine Schlacht, ja. Pearl Harbor wird angegriffen. Wer kennt die Schlacht nicht? Eine der berühmten, also ich würde sagen, eine sehr berühmte Schlacht. Hier, hier. Ja. Wir haben hier nur noch Pearl Harbor. Ups. Wir befinden uns jetzt im Krieg mit Japan. Sie greifen in diesem Moment Pearl Harbor an. Ein feiger, hinterhältiger Angriff, der unsere Marinepräsenz im Pazifik zerstören könnte. Wir haben nicht viele Optionen, müssen aber tun, was wir können. Wir haben eine Patrouille, die Bravo-Staffel, in Reichweite von Pearl. Die Jungs müssen alles geben, bis wir dort ankommen. Wir müssen Zeit gewinnen. Der Feind wird einen guten Teil der ankernden Flotte zerstören wollen. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Teil klein zu halten. Jetzt können wir unser, nee, wir können gar nicht unser Flugzeug auswählen. Ich hätte gern, was will ich mit Bomben? Ich will Raketen, wenn überhaupt. Vielleicht, wenn ich sie weglasse. Meint, was haben wir denn für eine Tarnung? Die gefällt mir eigentlich am besten, Tarnung 3. SPD! Ja, mal gucken. Das Spiel ist natürlich nagelneu. Auch wenn ich halt, ich wollte eigentlich zum Release anfangen, aber ich habe es versäumt, mir es vorzubestellen und bla und bla und bla. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach ja, wenn das Spiel zu leise sein sollte, also nicht nur, wenn ich zu leise bin, sondern auch, wenn das Spiel zu leise ist, sagt es bitte auch. Mir kommt es ein bisschen leise vor. Ich will keine Bomben. Ich meine, wir müssen ja nur Pearl Harbor verteidigen. Ach komm, nehmen wir die 113 Kilo Bomben. Vielleicht muss man ja auch irgendwie U-Boote, weil Pearl Harbor wird aus der Luft angegriffen. Aber, soweit ich weiß, wurden die Flugzeuge von U-Booten losgejagt, soweit ich weiß. Ach ne, Moment, hier. Gewehre, ach, können wir ja nicht ändern. Wir haben also mehrere. Haben wir zur Auswahl? Ne, nehmen wir das. Ach nee, also da nehme ich nur das. Tarnung. Ach komm, da gefällt mir Tarnung 1 am besten. Die F4F. Ja, auch hier. Ein schönes Flugzeugjäger. Und ja, so. Und los geht's in unsere erste Mission. In Air Conflict Pacific Careers. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. FSK. FSK? Ich kenne nur das FSK auf den... Ja, FSK in Deutschland. Eigenartig. Und was auch für sich hier endlich wieder schön finde, ich muss das nicht mehr rauskriegen. Ja, okay. Beginnt den Anflug. Ah. Wir haben keinerlei Luftunterstützung, also schießt auf alles, was sich bewegt. Wir haben keinerlei... Ja. Momentan kein Talent. Keine Ahnung. Interessant, das ist ja auch invertiert, die Steuerung. Also im Sinne von... Also, hab ich hier... Ja, das ist meine Staffel. Wir fliegen nicht mehr alleine, wir haben eine richtige Staffel. Mit einem Heckenschützen zusammen. Der reiche Pearl Harbor. Okay. Und los geht's. Ja, wir können auch Flugzeug wechseln, weil... Wenn die Munition von uns ab. Flugzeug leer gegangen ist, weil es gibt hier... Wow. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir halt keine Flugzeuge haben. Das ist nicht mehr so wie in... ja, man, ich habe schon lange kein... Wow. Kein Action. Also ich habe lange kein Air-Conflict mehr gespielt. Auch wenn ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen halt angespielt habe. Damit ich nicht ganz voll idiotisch dastehe mit der Steuerung. Wie gesagt, ich müsste mich erst wieder einüben, aber ich glaube, momentan habe ich auch keine Zeit dazu. Hallo? So. Ja. Meine Kopf. Und. Ja, also zu den Piloten baut man nicht wirklich eine in irgendeiner Form wird man wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ob man hier in dieser Mission verlieren kann, weil obwohl man den Schaden gering halten muss, gibt es keinen. Komm schon.
Ja, ich fliege hier alleine. Ich habe jetzt also nicht meine Staffel im Rücken. Scheiße, nicht mehr surfen. Ich bin halt immer noch so verschwenderisch wie damals in... Wo wir... vielleicht hängt es auch damit, dass ich mich wieder erstmal an die Steuerung gewöhnen muss. Scheiße. Und das war's. Und halten, halten, halten. Und nächste Karriere. Pearl Harbor, ja, Pearl Harbor, Pearl Harbor. Ich habe jetzt gar nichts zu dem Thema zu sagen eigentlich. Also die Flugzeuge gehen eigentlich viel schneller kaputt als noch in Pacific Club, Aircraft. Das schießen sie drei feindliche Flugzeuge ab. Wow. Wir haben ein paar Jungs am Boden, die versuchen, die P-40er zu zerstören. Schalte ein paar der Zeros aus, um ihnen Luft zu verschaffen. Wir haben dich im Visier. Okay. Meine Ziele, Ziele, da sind meine Ziele. Oh, ja, ja. Ein paar Zero-Jäger. Zero! What the? Ich sollte vielleicht keine sehr riskanten Flugmanöver machen. Los, los, los. Alles mal anballern. Also, wie man sieht, kann man auch, wie man halt auch eben gesehen hat, kann man zwischen den Piloten und näher wechseln. Weil es halt jetzt richtige Munition gibt und die ist, wie man eben gesehen hat, die kann schnell zur Neige gehen. Ja. Und wir sind jetzt auch offiziell von diesem Spiel ein Jungfahrt sozusagen. Wir haben unsere ersten drei abgeschossen. Inzwischen eigentlich erst vier, aber weg geht's. Aber ich finde es auch irgendwie eigenartig, dass. Achso, die sollen wir schützen. Ja, oh, da ist die Munition leer. Ich hätte gern vielleicht auch mal einen Jäger. Vielleicht sind die das schneller. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man am Anfang hat. Ja, 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 ja. Ja, ist was. Wo? Oh, Feuer. Oh. Also da unten sieht man auch, welche wir schon ausgewechselt haben und welche nicht. Das ist sehr praktisch, weil die sind man dann meistens leer. Also von der Muni-Anzeige. Obwohl man, also in der ersten, die erste Missionszeit, ja, das passiert. Ich wollte einfach mal demonstrieren. Und da unten sieht man auch Dreck. Tot. Tot, tot, tot. Ey, lass doch mal, lass doch böser Jäger, böser Jäger, böser Jäger, böser Jäger. Danke. Wenn man den Typen jetzt auch nicht so gut versteht, liegt es entweder daran, dass ich dazwischen quatsche oder einfach, dass er zu leise ist. Bitte sagt bei. Okay, also wenn man überhaupt ihn verstehen möchte, weil der sagt dann immer irgendwie was. Kill. Ich nenne es jetzt mal Kill. Ist ja irgendwie doch ein Kill. Ach komm schon. Boah. Was? Seit wann werde ich beschossen? Okay, ist klar, dass ich beschossen bin. Junge. So, einer weniger. War hinter uns nicht noch... Oh, hinter uns sind drei. Wir haben dich im Visier. Einer weniger. Also das Ding scheint anscheinend zu überhitzen, was aber auch irgendwie eigenartigerweise nicht angezeigt wird, oder ich habe es einfach nicht gesehen. Und ich muss sagen, ich habe hier konstante 30 Frames. Was mich eigentlich irgendwie freut, aber auch schon teilweise schon traurig ist, weil ich habe so eine eigentlich heftige Grafikkarte. Aber ja. Wir haben es ja bald geschafft mit den Seabugs und unsere Staffel, bis auf einer, den ich selbst umgebracht habe im Prinzip, leben ja noch alle. Und also es wird nicht nur Flugzeugkämpfe geben, das kann ich schon mal sagen. Es wird auch noch Sachen auf dem Träger geben, also auf dem... Wie gesagt, es dreht sich halt alles sehr viel um den Träger USS Enterprise. Was mich eigentlich auch schon wieder an Star Trek erinnert. Junge. Junge, danke. Und Muni leer. Wechseln. Extra Jäger.
frag mich, ob die... Alter, der Typ ist ja schon... Ja, der scheint kein guter Pilot zu sein. Der ist schon voll... Der ist schon voll... Ganz schön kaputt. Aber der kann zielen. Das muss man schon sagen. Der kann zielen. Oder es war jetzt einfach nur, weil man relativ nah dran war. Die Aufnahme heute wird nicht sehr lang. Irgendwann habe ich angefangen. Stopp.